Also der kommt natürlich jetzt, das ist klar. Ich meine, das ist klar, dass ich den, das ist das typische Qualitätsopfer hier im Sizilianer. Doch, jetzt haben wir den Tryhard Training Tiger. Okay, na dann. Na dann, na dann, na dann. Spielen wir mal wieder einen schönen Neidorf zur Feier des Tages. Gut, Springer BD7. Das ist nett von dir, Georg. Das ist nett von dir, dass du dann bei mir zuschauen würdest und nicht bei TBG. Ich fühle mich sehr geehrt. Okay. Spielen wir mal eine Variante, die ich vor langer Zeit mal gespielt habe. Sehr scharf. Mit H6 und B5. Ja, der Gedanke zählt, der Franke. Dass du überhaupt spenden wolltest. Der Gedanke zählt. So, ja, nächste Woche, Freunde, denke ich. Dann 17 Uhr, geht ein bisschen früher los. Dann spiele ich den Teil Tuesday. Okay, F4 ist jetzt der Standardzug. Ich weiß nicht, was der Groß sonst machen will. Oder kann er hier? Vielleicht gibt es noch Läufer schlägt F6. Kann man natürlich auch überlegen. Vielleicht hätte ich mit E6 anfangen sollen. Es kann sein, dass ich das verwechselt habe. Aber okay, schauen wir mal. Überlegt jetzt wahrscheinlich, ob er hier schlägt. Aber gut. Ja, spielt F4 so. Und jetzt gibt es diesen Zug G5. Das ist dieses Bauernopfer. Und ich glaube, ich hatte das selber vor kurzem mit Weiß. E6. Und jetzt gibt es irgendwie G4 und H4. Und ist sehr scharf. Schwarz opfert den Bauern für das Feld E5. Möchte natürlich über die C-Linie auch kommen. Und ist eine scharfe Angelegenheit. Ja, A3 ist bestimmt ein bisschen zu langsam, habe ich das Gefühl. Ja, A3, jetzt zum C8. Und dieses Opfer ist jetzt schon in der Luft. Und damit habe ich mal eine Partie gewonnen gegen Dimitri Kollers, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das war ein bisschen anders. Das war anders. Aber ja. So, jetzt könnte ich trotzdem opfern. Ist eigentlich auch ganz spannend, wie ich finde. Denn Dame schlägt, Springer schlägt und dann dieses Endspiel gehen. Endspiel mit auch Minusqualität. Aber eigentlich, warum nicht Läufer E7? Einfach nochmal decken, Springer E5 kommt, dieses Opfer liegt immer noch in der Luft. Finde ich, sieht nicht so verkehrt aus. Läufer E7. Es liegen vielleicht sogar solche Züge mal in der Luft, muss man schauen. Also einige Taktiken. Schwer zu spielen. Okay, jetzt. Ja, okay. Also der kommt natürlich jetzt. Das ist klar. Ich meine, das ist klar, dass ich den. Das ist das typische Qualitätsopfer hier im Sizilianer. Und das muss hier gut sein. Da bin ich mir relativ sicher. Und jetzt würde ich mal meine Dame ranbringen. Dame A5. Hier auf die Bauern schauen. Und hier Druck machen. König B2 vielleicht sogar schon. Solche Züge sind möglich. Muss man natürlich nur schauen hier mit dem Freund. Ja. Muss man genau schauen dann. Aber ist auf jeden Fall schon ein scharfes Eisen jetzt. Er macht Springer B3. Er gibt mir einfach hier. Kann ich mir sogar aussuchen. Okay, ich glaube, ich nehme den hier weg wahrscheinlich. Ja, komm. Ich nehme den. Und hier, diese Ideen liegen auch in der Stellung. Er muss wahrscheinlich nach da. Wenn er nach da geht, kommt schon das nächste Schach. Okay, ja gut, das muss gut sein. Da muss ich gar nicht groß nachdenken. Ich kassiere noch einen Bauern ein. Der König läuft hier über das Brett. Ich habe ja mein Material schon quasi wieder reingeholt. Springer E5. Sieht sehr gut aus. Die Dame hat nicht viele Felder. Dame G3. Dann Läufer E4, Dame G5, Läufer C2 eventuell. Ja, das sieht sehr überzeugend aus. Machen wir das mal. Gut, ich könnte mir noch ein bisschen mehr Zeit zum Rechnen nehmen. Ich habe die Zeit. Ist immer so die Frage, wie viel Zeit nimmt man sich? Aber gut. Ich glaube, Springer E5. Da machen wir nichts falsch. Und was kann er denn so machen hier? Turm A1? Vielleicht muss er solche Züge hier probieren wie Turm A1.
Versuchen die Damen vom Brett zu nehmen. Macht er auch, ja. Okay. Aber das Schöne ist, dass ich jetzt sogar schon den Turm schlagen könnte, theoretisch. Und dann wohl auch ein bisschen angenehmer stehen sollte. Aber ja, ich mache mal erstmal da B2 und wenn er jetzt Turm B1 macht, dann schlage ich den Turm, denke ich. Wenn mir nichts Besseres einfällt. Ja, muss ich jetzt hier in das Endspiel gehen mit Dame schlägt B1. Das ist aber auch nicht so schlecht. Natürlich hätte ich jetzt lieber matt gesetzt. Aber gut. Ja, wir müssen das Endspiel grinden, befürchte ich. Wir müssen das Endspiel grinden. Ich sehe nicht. Ich könnte hier Läufe. Auch Läufe E4 ist vielleicht gut. Ah, das ist gut. Denn wenn er hier nimmt, kann ich hier nehmen und dann habe ich. Dann habe ich hier den Skur, wie Kao sagen würde. Und wenn er wieder nimmt, dann nehme ich den Bauern. Dann halten wir Dame auf dem Brett. Allerdings ist hier auch ein Schach. Ja. Ja, aber das. Ah, ich habe da auf mehr Lust. Ich habe da auf mehr Lust einfach. So. Ich habe das Gefühl, mit der wenigen Zeit ist es jetzt auch deutlich schwieriger für ihn zu spielen. Und jetzt muss ich mal schauen, bringen wir den Turm? Wir bringen den Turm mal hoch. Das Schachgebot, ich kann Läufer D8 spielen, ich kann vielleicht sogar Dame B7 spielen. Muss man dann, König E7 spielen, muss man dann berechnen. Er macht einfach ganz cool Turm A1 und sagt, nix los. Ja, dann würde ich doch auch mal ganz lässig hier den König bisschen sicherer stellen nach G7 und sagen, auch nichts los bei mir. Okay, er schlägt den Bauern, jetzt droht aber nichts und jetzt kann ich eigentlich weiter auf Angriff gehen. Kann ich nicht irgendwie schon was gewinnen? Nee, irgendwie nicht so richtig. Ja gut, machen wir mal Dame G3, gehen auf den Bauern. Turm G1 sind natürlich die Züge, die wir gerne sehen. Und ja, was jetzt? Springer G4, sieht gut aus. Auf den Turm gehen, Dame F2, ist schon fast matt. Aber bisher nur fast. Gut, gehen wir mal das Schach. Und jetzt, ich weiß nicht, Turm H4. Muss jetzt ein bisschen nach Gefühl spielen hier. Aber mit dem König kann er das eigentlich nicht überleben. Läufer F6 und das sollte es jetzt gewesen sein. Ja, das ist Schachmatt, mein Freund Tryhard Training Tiger. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.